Hi meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal von Autovella. Mein Name ist Josephine und ich darf euch heute endlich den CHR in der zweiten Generation vorstellen. Den CHR, also das Modell hier hinter mir, das gibt es schon seit 2016 und nun hat Toyota endlich die zweite Generation auf den Markt gebracht. Wir schauen uns in diesem Video alle Highlights von außen an und schauen uns auch gemeinsam die Feature, die euch der neue CHR hier im Innenraum und insbesondere auch auf die Technik bezogen bietet. Und starten tun wir hier mal an der Front. Wir haben uns für die Team Deutschland-Variante entschieden. Ihr bekommt den neuen CHR selbstverständlich, aber auch noch in weiteren Ausstattungsvarianten. Ähnlich wie beim BZ4X und wie beim neuen Prius Plug-in hat auch der neue CHR hier das Hammerhead-typische Design. Das bedeutet, dass das so ein bisschen spitz vorne zuläuft und dann hier relativ kantig gehalten wird. Der CHR hat hier vorne aber, muss man wirklich sagen, diesen Teil sehr, sehr kantig zugelaufen. Ich finde, das macht ihn so ein bisschen sportlicher. Also der CHR hat generell ein selbstbewusstes Auftreten. Das haben wir hier auch wieder sehr gut umgesetzt. Serienmäßig bekommt ihr LED-Scheinwerfer mit diesem 4-Punkt-Design. Ihr könnt optional dann noch Matrix-LED-Scheinwerfer dazu konfigurieren. Euer Kühlergrill ist schön groß gehalten hier. Das hat der CHR auch wieder diesen sportlichen Look. Ist ja auch ein Hybrid, also es ist wichtig, dass er halt noch ein bisschen atmen kann. Nicht wie bei den E-Autos, die brauchen das ja nicht mehr. Das Wabenmuster, was Toyota hier verwendet hat, das findet ihr auch später hinten im Kofferraum. Was Ähnliches ist nämlich in der Kofferraumschalenmatte, zeige ich euch gleich nochmal. Und ich muss wirklich sagen, dass das Design hier vom CHR sehr, sehr sportlich geworden ist. Und mir persönlich gefällt es richtig gut. Auch, dass hier mit verschiedenen Farben und Materialien gearbeitet wurde, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Front vom neuen CHR gefällt. Eins der wohl größten Highlights hier beim CHR, das sind die nun in die Karosserie eingelassenen Türgriffe. Das bedeutet, die springen so raus, wenn ich dann den CHR öffnen möchte. Und auch hinten der Türgriff ist jetzt weiter nach unten gewandert. Der war ja sonst immer hier oben beim CHR, was auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal war. Jetzt will der CHR aber bei den neuen Modellen auch von der Modernität ein bisschen mitspielen und hat deswegen auch die eingelassenen Türgriffe. Was auch direkt auffällt, ist hier einmal das schwarze Dach, was sich wirklich bis hinten zum letzten Heckteil so durchzieht. Das verlängert optisch so ein bisschen das Dach nochmal. Hinten ist ja auch die Scheibe getönt und ich finde, Toyota hat das sehr schick umgesetzt. Auch damit, dass dieser Teil hier in dem gleichen Material gehalten sind, dann ergänzt sich das Ganze ganz schön. In der Team Deutschland Variante bekommt der CHR 18 Zoll Leichtmetallfelgen und ihr habt ein Tankvolumen von satten 43 Litern. Hinten am Heck, da hat Toyota hier wohl die größten Veränderungen vorgenommen, denn der CHR hat zum einen keine Auspuffblenden mehr. Der hat hier einfach diesen Stoßfänger hinten, der mit Hartplastik abgesetzt ist, auch wieder hier mit verschiedenen Stoffen, Materialien und verschiedenen Mustern bestückt ist, was mir persönlich wieder sehr gut gefällt. Wir haben hier einmal das Wabenmuster, was wir vorne schon haben, ein wabenähnliches Muster. Und hier an der Seite, also auch wenn ihr mal im Autohaus seid, fühlt da ruhig mal drüber, das ist sehr hochwertig gemacht, ist es so leicht gestreift, sage ich mal. Sonst ist der CHR von hinten CHR-typisch, das heißt, er hat diese große Heckscheibe, die so coupéartig nach hinten abfällt. Nicht ganz so schräg wie beim Vorgänger, also hier ein bisschen flacher. Dadurch habt ihr mehr Kofferraumvolumen und auch so ein bisschen mehr Kopffreiheit für die hinteren Passagiere. Dann finden wir hier den Spoiler wieder, der auch schon beim BZ4X verbaut wurde. Der vom CHR ist hier aber geschlossen, beim BZ kommt ihr hier wirklich drunter. Genau, dann hat er hier halt eben diese schmalen Rückleuchten und dieses tolle Lichtband, wo in der Mitte dann auch Toyota CHR steht. Und wir schauen mal in den Kofferraum, denn A, ist die App Team Deutschland schon elektrisch zu öffnen, also sobald ihr das Technikpaket dazu packt. Und ihr habt wirklich viel Kofferraum. Wir haben hier 447 Liter Kofferraumvolumen bei der 1,8 Liter Variante. Die 2 Liter Variante, die bringt euch 430 Liter Kofferraumvolumen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt den 2 Liter als Allrad angetriebene Version, dann habt ihr 424 Liter Kofferraumvolumen. Wer sich für ein Plug-in entscheidet, der weiß, wo die Batterie sitzt und dass hier das Kofferraumvolumen ein bisschen geringer ausfällt. Der Plug-in, der hat dann 350 Liter Kofferraumvolumen. Schön ist wirklich, dass man hier keine Kante mehr hat, um Sachen abzustellen, sondern wenn ihr was abstellt, dann macht ihr das hier auf dem Hartplastik, was wirklich gut geschützt ist. Das heißt, hier zerkratzt ihr euch den Lack nicht mehr. Und serienmäßig habt ihr dann auch schon die Kofferraumschalenmatte hier mit drin. Genau.
So, ich habe mich jetzt mal für euch in den neuen CHR hier auf den Fahrersitz gesetzt. Was mir als allererstes auffällt, ist das Lenkrad vom Prius mehr oder weniger verbaut worden, also vom neuen Prius. Die Bedienelemente sind gleich. Das Einzige, was der CHR jetzt noch mehr hat, sind so, ich sag mal, insgesamt 4 Tasten, die mit Klavierlack beschichtet sind. Das macht den Innenraum von CHR einfach noch ein bisschen hochwertiger. Auch wenn ich hier links auf die Spiegeleinstellung schaue, dann kommt mir das schon fast so ein bisschen Lexus-typisch vor. Und dasselbe habe ich auch beim Multimedia gedacht, wie das hier eingelassen ist in der Mitte. Auch das und auch wie dieses Ganze, also die Ausrichtung ist, hin zum Fahrer, da hat sich der CHR doch ein bisschen am Lexus orientiert. So, hier vorne haben wir einen digitalen Tacho, der ist 12,3 Zoll groß. Den kennt ihr schon aus dem neuen Corolla Facelift und da gibt es auch schon ein Detailvideo für euch, was ihr hier unten in der Beschreibung findet. Ab der Team Deutschland Variante hat euer Infotainment-System, also das hier in der Mitte, auch 12,3 Zoll und reagiert wirklich blitzschnell. Also hier sieht man, dass das wieder eine neue Generation ist. Und auch die Navigation erinnert mich, ja, muss ich sagen, wie es ist, ein bisschen an den Lexus. Also der CHR hier, das ist wirklich ein richtig guter, großer, neuer, starker. Der hat ein gutes Auftreten, der ist hochwertig verarbeitet. Das sieht echt, sieht anders aus, ist noch CHR-typisch. Aber man merkt, es ist, na, ist ein bisschen schicker geworden, der CHR. Was man auch merkt, ist, dass das Armaturenbrett hier viel, viel flacher ist als beim Vorgänger. Da war das ja wirklich schon halb rund. Jetzt haben wir es ganz flach. Das schafft euch natürlich einen sehr geraden und sehr übersichtlichen Blick hier nach vorne. Ich mag es sehr, sehr gern leiden, auch das Geschwungene hier in der Tür. Ich tippe mal, dann wird unsere Ambientebeleuchtung auch richtig schön zur Geltung kommen. Schauen wir einmal hier in die Mittelkonsole, dann finden wir 2 USB-C-Stecker, einen hier vorne. Dann könnt ihr hier vorne euer Handy laden, ab der Team Deutschland Ausstattungsvariante mit Technikpaket, selbstverständlich. Die Klimaeinheit, die ist wie beim Prius gehalten, Sitzheizung, dann Klimaautomatik, sowas halt. Und wenn wir dann hier noch einmal in die Mittelkonsole reinschauen, dann findet ihr hier dann auch den zweiten USB-C-Anschluss und noch einen typischen 12-Volt-Anschluss. Der Gangwahlhebel, der ist wieder Shift-by-Wire, ähnlich wie beim Prius. Das kennen wir halt schon. Und was mir sehr gut gefällt, dass wir hier überall bronzefarbene Akzente haben. Also einmal hier am Gangwahlhebel und auch bei unseren Sitzen, die wirklich super guten Halt bieten. Also da merkt man, dass die so ein bisschen sportlich angehaucht sind. Hier der äußere Teil sozusagen, die Sitzschale, die ist ein bisschen stärker gepolstert als bei den vorherigen CHR-Modellen. Also hier hat man wirklich so eine richtige Kuhle, wo man drin sitzt. Und es sind Stoffsitze in der Team Deutschland-Variante. Oben mit einem ganz schlichten Stoff. In der Mitte ist der Stoff dann ja so ein bisschen fast mit so einem Wabenmuster hier ausgefüllt. Hat dann hier noch so ein paar Schlitze, Striche, sag ich mal, was einfach so ein bisschen das Design ein bisschen flotter machen soll. Und das hat Toyota auch sehr gut umgesetzt. Also mir gefällt der Innenraum sehr, sehr gut. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der Innenspiegel viel schmaler ist. Also wie von den alten Fernseher jetzt so auf so einem Flachbildschirm. Das ist wirklich nur noch die Hälfte. Ne? Der ist wirklich sehr, sehr schmal. Und ihr habt auch die Option, zum Beispiel in der GR Sport Variante, euch hier so einen digitalen Innenspiegel dann rein zu konfigurieren. Was der CHR hier in der Team D Variante nicht hat, das ist der Aufmerksamkeitsassistent, dieser Nothalteassistent. Finde ich persönlich gar nicht so schlimm, weil ich ihn jetzt selber noch nicht gebraucht habe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob der euch hier fehlt oder ob ihr das ähnlich wie ich seht. Und wer sich jetzt fragt, ob die Sitze elektrisch zu verstellen sind, ja, das sind sie. Den Fahrersitz könnt ihr ab der Lounge-Variante elektrisch verstellen. Der Beifahrer, der ist zu verstellen, aber das Ganze manuell. Hier hinten auf der Rücksitzbank fühle ich mich sehr wohl beim CHR. Ich habe zum einen 3 cm mehr Kopffreiheit, was sich für mich nach deutlich mehr anfühlt. Ich habe zwar keine Armlehne hier in der Mitte, also in der Mitte, und habe auch keinen Skisack, um was durchzuschieben. Brauche ich aber auch nicht. Mir ist wichtig, dass ich links eine Armlehne habe. Die habe ich. Ich habe hier einen Getränkehalter, elektrische Fensterheber habe ich noch. Habe hier so ein kleines Ablagefach und ganz wichtig, wahrscheinlich für euch auch mit das Wichtigste, ich möchte mein Handy oder Laptop laden können und das kann ich hier hinten ganz entspannt über USB-C. Hier habe ich dann noch eine kleine Leselampe und wer es noch ein bisschen heller haben möchte, der kann jetzt bei dem neuen CHR, zweiter Generation, endlich ein Panoramadach dazu konfigurieren. Das bietet euch dann nochmal zusätzliches Licht hier im Innenraum und gerade für die Rucksitzbank finde ich das echt praktisch. Ich hoffe,
dass wir das nächste Fahrzeug mit Panoramadach hierher bekommen. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze in Real Life aussieht. Für den neuen CRR stehen euch dann drei verschiedene Motorisierungen zur Verfügung. Zum einen die 1,8 Liter Vollhybrid-Variante mit 140 PS Systemleistung. Zum zweiten die 2 Liter Vollhybrid-Variante mit 197 PS Systemleistung. Oder aber ihr entscheidet euch für die Plug-in-Variante. Dann habt ihr einen 2 Liter Hybridmotor mit einem zusätzlich etwas größeren Akku von dem Plug-in-Modul. So habt ihr ganze 223 PS Systemleistung und euer CRR schafft 65 Kilometer rein elektrisch. Beim neuen CRR habt ihr auch die Option, ein Single Pedal Drive anzuwählen. Das ist wie bei den anderen Herstellern das One Pedal Drive. Das bedeutet, ihr müsst nur noch mit einem Pedal fahren und spart euch das Bremsen mehr oder weniger komplett. Wie das Ganze funktioniert, da drehen wir euch natürlich ein Detailvideo. Das findet ihr dann in Zukunft hier unten in der Beschreibung, sobald wir den CRR als Plug-in-Variante hier haben. Da fahren wir das Ganze und testen das Ganze natürlich für euch. Und schreibt gerne schon mal die Fragen, die ihr zu dem Single Pedal Drive habt, hier unten in die Kommentare. Dann können wir die nämlich alle mit zum Video einsammeln und die dann für euch alle beantworten. Der CRR in der zweiten Generation ist ein bisschen kürzer als der Vorgänger. Finde ich super, denn die Parkplätze werden ja nicht unbedingt größer. Der CRR ist so jetzt 4,36 Meter lang. In der Breite, da hat er ein bisschen zugenommen. Der hat nämlich jetzt stabile 1,83 hier in der Breite. Und ich finde dadurch auch dieses etwas bulligere Auftreten als der Vorgänger. In der Höhe hat er ein bisschen zugelegt. Da ist er jetzt bei 1,57 Meter. Der Vorgänger war bei 1,55 Meter. Wir blenden euch die Abmaße des Vorgängers hier nochmal ein, dann könnt ihr das Ganze nochmal ganz genau nachschauen. Und der Radstand, der ist Gott sei Dank bei 2,64 Meter geblieben. Ich liebe diesen Radstand, da kommt man um jede Kreuzung und in jeden Parkplatz super rum. Deswegen hier 2,64 Meter, das ist geblieben. Also vom Handling ähnlich wie der Vorgänger. Euch stehen für den neuen CRR, also für die zweite Generation, insgesamt aktuell 7 Ausstattungsvarianten zur Verfügung. Los geht's mit dem Flow. Dann bekommt ihr als nächste Ausstattungsvariante die Business-Variante, gefolgt von Team Deutschland, GEA Sport und Lounge. Und jetzt habt ihr noch die Premier Lounge und Premier GEA Sport Edition. Die sind eben limitiert und werden dann auch irgendwann auslaufen. Preislich startet der neue CRR in der Flow-Variante bei 34.990 Euro. Und wer sich für die höchste Ausstattung, nämlich für die Lounge bzw. GR Sport-Ausstattung entscheidet, der fängt dann bei 45.890 Euro an, ist aber auch ganz anders ausgestattet. Schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, für welche Ausstattungsvariante ihr euch hier beim CRR entscheiden würdet. Für mich ist ganz klar irgendwas mit einem Panoramadach, denn das ist für mich das größte Highlight, dass ich jetzt hier in den CRR das Panoramadach konfigurieren kann. Oder aber die GR Sport Variante. Vielleicht gibt es sie ja auch als Vorführwagen bald und dann seht ihr mich im GR Sport, also CHR GR Sport. Wir machen zusammen einen Verbrauchscheck. Also abonniert jetzt schon mal den Kanal, damit ihr nichts Wichtiges zum Thema Toyota, Seat und Lexus verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.